So, hallo liebe Freunde von YouTube und allen, ich sag jetzt allen sozialen Netzwerken. Hier ist wieder eure spirituelle Anarchistin und heute mache ich ein Thema, ein Video zum Thema Transsexualität. Und wenn dich das interessiert, bleib da, schau es dir zu Ende an. Und da geht es auch um ein Video von dies, Entschuldigung, so muss ich es machen. Spiegelverkehrt, sorry. Von dieser hübschen Dame, die da auch ein Video über Transsexualität gemacht hat. Und ein Video, bei dem Inhalt, mit dem Inhalt ich hier nicht ganz einverstanden bin. Ja. Diese hübsche Frau, sie, es ist die Porsche X-YouTuberin. Also, ja, man kann auch wirklich sagen, sie sieht auch schön aus. Also, das ist fast nicht zu toppen. Da muss ich mir wohl echt anstrengen. Ja, kleiner Schatz. Aber ja, aber es geht jetzt um die Inhalte. Zuvor möchte ich noch bei mir was sagen. Ja, ich meine, dass es immer noch in unserer Gesellschaft sehr viel Homophobie und Transphobie gibt. Ja, ihr kennt es ja, die Sprüche. Ja, ich habe ja nichts gegen das und so, also gegen Transsexualität oder Homosexualität, aber doch bitte nicht so öffentlich und bitte übertreib's nicht und muss das jetzt sein mit dem Rock und so, du weißt doch, du lebst auf dem Land, auf dem schwäbischen Land und so weiter und ja, immer dieses, wir haben ja nichts, aber, und dann kommt dieses aber, ja, aber versteckt am besten, ja und so weiter. Ja, warum kann ich nicht mich so frei ausleben, wie ich möchte? Das ist doch, was soll der Unsinn? Ja. Und ich finde, das hat auch nichts dazu mit zu tun, wo man ist, ob man jetzt irgendwo, keine Ahnung, auf dem schwäbischen Land ist oder in einer sehr weltoffenen Stadt, in einer Großstadt. Man sollte immer das leben können, was man leben möchte. Das ist mir einfach ganz wichtig, ja. Und deswegen, ja, es ist einfach auch wichtig, dass transsexuelle Menschen oder Transmenschen zusammenhalten und sie nicht gegenseitig das Messer in den Rücken hauen oder in den Rückenrammen sozusagen. Ja, noch eine Frage, genau, noch kurz noch was, muss noch was einwerfen. Ich mache zurzeit viel Training, ich war jetzt heute auch wieder im Training, also ich trainiere schon fast jeden Tag, vielleicht sieht man es auch, man sieht jetzt auch von den Schultern und so, ich habe ein bisschen abgenommen und ich baue auch Muskulatur auf, ja, also vielleicht sieht man es ein bisschen so, ja. Also gut, ich kann es jetzt zwar nicht so zeigen, aber hier ist alles schön hart, also Trizeps und so, wenn man da mal hinlangt und so in die Schultern. Was sagt ihr dazu? Also Muskulatur bei Transen, ist das attraktiv, ist das sexy oder ist es doch vielleicht zu männlich? Bitte schreibt mir da in die Kommentare. Aber ich will wahrscheinlich trotzdem, ich will natürlich trotzdem meinen Sport weitermachen, das von dem her. Aber mir interessiert es halt mal so nebenher. Ja, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, dann starte ich mal mit dem Video von der Porsche X. Ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt auch so, ich blende jetzt einmal Videos ein. Ja, habe ich da rausgekriegt mit einem Manycam-Programm. Ist ganz gut, also da spart man sich das Schneiden, spart viel Arbeit. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, letztes Mal habe ich das schon gemacht mit dem Jesus-Video. Da gab es eine Rückkopplung. Ich glaube, das habe ich jetzt behoben, indem ich nämlich einfach Kopfhörer verwende. Ja, also gibt es jetzt auch diese Rückkopplung nicht. Okay, kurze Rede, kurzer Sinn. Hören wir uns mal an, was die Porsche X zu sagen hat. Ja, genau, da geht es noch um einen weiteren YouTuber, den Dolition, der sich zu seiner Transsexualität bekannt hat. Genau. Und sie, die Porsche X, unterstellt ihm, dass er das nur wegen der Aufmerksamkeit tut und eigentlich gar nicht transsexuell ist. Ja, also um das geht es eigentlich, aber ich denke, wir hören jetzt einfach mal rein. Okay, let's play. Hey Leute, willkommen zu einem Video. Ich fühle mich gerade wie das größte Stück Scheiße. Ich bin auch sehr nervös irgendwie, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich widersprechen werde mit diesem Video. Ja,
Also die ersten Aussagen und die ersten Gedanken sind schon mal sind richtig, ja. Nur schade, dass sie diesen Gedanken nicht genügend Raum gelassen hat, weil dann hätte sie dieses Video mit Sicherheit nicht gemacht. Okay, aber hören wir mal weiter. Das Ding ist halt, dass ich Grundprinzipien habe und die hat jeder andere ja auch. Das sind einfach so grundlegende Meinungen, die wir haben, die nicht leicht änderbar sind. Eine von mir besagt, dass wenn ein Mensch etwas tut, was ihn selbst glücklich macht und er dabei kein Leid anrichtet, dann würde ich mich dagegen niemals aussprechen. Weil warum? Jetzt bei dieser Sache wird es irgendwie schwer sein, mich richtig zu erklären und so. Ich habe auch das Gefühl, dass viele nicht verstehen werden, warum ich das kritisiere. Aber ich werde mein Bestes geben, mein Problem richtig zu erklären. Ja, delicious. Viele von euch kennen ihn bestimmt. Ich hatte letztes Jahr, war es glaube ich noch, über mehrere Monate mit ihm zu tun. Wir haben halt geskypt und telefoniert und geschrieben und so. Aber wir haben uns nie gesehen. Wir waren noch nie Best Friends. Wir haben uns dann auch irgendwann auseinandergelebt, wie es oft so ist. Und jetzt vor ein paar Tagen hat er ein Video hochgeladen, in dem er sich als transsexuell outet. Ich werde mir jetzt meinen ganzen Mut zusammennehmen, weil ich gerade einfach selber nicht glaube, dass ich das vor so vielen Leuten jetzt gleich sagen werde. Und zwar, Leute, ich mach's kurz und knackig. Ich bin transsexuell. Gott fällt mir gerade ein Stein vom Herzen, Girls. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ihr das jetzt alle da draußen wisst und jeder mich jetzt versteht, hoffentlich. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ob ich mich komplett umoperieren lasse. Also teilweise ist das privat für mich, aber anderweitig kann ich euch jetzt schon mal sagen, dass ich mir auf jeden Fall Brüste machen lasse. Ich werde meine Haare komplett wachsen lassen. Aber was Super. genau ich alles außer den Brüsten an mir machen lassen werde, werdet ihr dann in aller Zukunft erfahren. Seine Zuschauer haben auf das Video sehr positiv reagiert, was mich auf einer Seite auch gefreut hat, weil es natürlich schön ist zu sehen, dass Menschen das so aufnehmen und tolerieren und so offen sind. Das ist halt immer ein gutes Gefühl, vor allem wenn man halt selbst betroffen ist. Aber auf der anderen Seite haben auch die Kommentare dazu beigetragen, warum ich jetzt hier sitze und ich dieses Video mache. Denn ich bekomme immer mal mit, wie Menschen ihre Transsexualität mit ihrer Persönlichkeit begründen. Und Persönlichkeit mit Geschlecht verwechseln und irgendwie daraus irgendwas kreieren für sich. Und genau das hat auch Delicious gemacht in seinem Video. Ihr wisst auch, dass ich mich gerne schminke, kleide, Frauenkleidung trage. Es ist so, ich kaufe eigentlich nur noch in der Frauenabteilung ein und habe mir nie so richtig Gedanken darum gemacht und fand es eigentlich auch ganz toll, so wie ich gelebt habe und habe das dann auch alles so hingenommen und respektiert und mich komplett auf meine Karriere und Co. konzentriert. Und eigentlich gar keine Zeit mehr gehabt, wirklich mal richtig darüber Gedanken zu machen. Nur so ab und zu mal, weil mich viele Leute auch darüber gefragt haben, gerade Leute, die nicht so die Ahnung haben von diesem ganzen Lifestyle. Trotz allem war ich mir aber dann nicht mehr ganz so sicher, was für eine Entität ich denn gerne haben möchte, weil irgendwann meinte ich dann so zu jedem, nein, ich bin kein Junge mehr und auch kein Mann mehr, sondern a girl. Klar ist mir bewusst, ich habe da unten noch was, hier oben noch nichts. Leider bin diesbezüglich rein biologisch gesehen natürlich ein Mann. Aber trotz allem wollte ich so angesehen werden und leider wurde das sehr missverstanden und nicht respektiert und das hat mich sehr, sehr, sehr verletzt. Was mir sehr wichtig ist, ist, dass ich bitte als komplette Frau jetzt angesehen werde von euch da draußen und nicht mehr bitte als Junge. Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt auch noch so, ob ich mich unwohl gefühlt habe in meiner Haut die ganzen Jahre. Ich muss ehrlich sagen, teilweise schon, aber ich war immer stolz drauf, auf das, was ich war und auf das, was ich aus mir gemacht habe. Ach, ich freue mich einfach schon so sehr, Girls. Warum ist es so, dass eine Krankenkasse nicht die Brust-OP einer rein biologischen Frau bezahlen würde, aber die Brust-OP einer Transfrau? Warum denkt ihr, ist es so? Weil eine Transfrau einfach mal was Neues ausprobieren möchte, einfach mal gerne eine Brust haben möchte für eine gewisse Zeit, mal was Neues. Warum unterscheiden dort die Krankenkassen? Weil Transsexualität und die dazugehörigen Operationen, Eingriffe, Hormonbehandlungen nicht etwas Kosmetisches sind. Geschlechtsdysphorie ist die einfache Antwort darauf. Ich habe es schon super oft erklärt in meinen Videos, aber Geschlechtsdysphorie ist eine mentale Störung,
die sich so äußert, dass du mit deinem Körper und den dazugehörigen Geschlechtsmerkmalen halt einfach nicht leben kannst, weil sie dir fremd sind und du das Bedürfnis hast, diese zu ändern. Und deswegen sind diese Änderungen absolut essentiell für eine Transperson. Das ist natürlich kein Normalzustand. Deswegen gibt es Krankenkassen, die das auch so erkennen und dann auch diese Eingriffe übernehmen. Es schadet natürlich Transpersonen, wenn es Menschen gibt wie Delicious, die von sich behaupten, sie seien transsexuell, obwohl sie es halt einfach nicht sind. Keine Transfrau der fucking Welt postet solche Bilder, gibt sie es im Internet. Delicious könnte gar nicht offensichtlicher machen, dass er keine Geschlechtsdysphorie erfährt. Was passiert, wenn man Menschen wie Delicious als Transfrau jetzt ansieht? Wie lange werden noch Operationen von den Krankenkassen beglichen, wenn Menschen anfangen? Ja, also jetzt mache ich mal Stopp. Also ja, ist ja ganz falsch, aber es ist ein großer Denkfehler bei dem, was die Porsche X da sagt. Also es stimmt, dass bei Delicious es wohl so aussieht, dass die Transsexualität bei ihm jetzt nicht so stark ausgeprägt ist wie bei ihr, also bei der Porsche X. Das kann, sieht so aus. Wobei ich trotzdem, trotz alledem, mir kein Urteil wagen möchte, weil ich nicht weiß, wie es bei ihm im Inneren aussieht. Ja, ja. Und sie spricht jetzt da die Krankenkasse an, aber jetzt so, wie ich das jetzt mit Video mitgekriegt habe, ging es jetzt nicht darum, dass er jetzt sagt, hey, ich schnapp mir jetzt von der Krankenkasse die Kohle oder halt beziehungsweise lass mir da das bezahlen und alles wunderbar. Selbst wenn er so denken würde, wäre es auch noch seine Sache. Also ich würde mir da kein moralisches Urteil bilden. Und ich finde, es ist eher so, dass sie, oder ich spreche dir jetzt mal mit du an, liebe Porsche X, also, dass das Video von dir, diese Panikmache von dir, eher dazu führt, dass die Krankenkassen jetzt schärfer dahinterher sind und gucken, dass auch wirklich, ja, die nur das bezahlen, was auch wirklich akut ist, wenn man so will, wenn man so sagen will, ja. Ja, es ist ja so, ich kenne die Krankenkassen, die geben ja so viel Geld für irgendeinen Scheiß aus. Und ich finde, jeder, also es müsste so ein Recht geben, dass einfach jeder das Recht hat, sein Geschlecht zu wechseln. Ja. Und ich kämpfe einfach dafür, ja, als Transperson dafür, dass, das, ja, dass die Hürden, sagen wir es mal so, für die Erlangung von Hormontherapie, ja, und die Bezahlung auch, dass das quasi heruntergesetzt worden, ja. Und weil ich halt einfach dafür kämpfe, dass das Leben für alle Menschen, ja, gerade für uns Transpersonen, leichter wird und nicht schwerer. Also ich kämpfe ja für die Interessen der Transmenschen, ja, also ich sehe mich da auch als Anwalt der Transmenschen und nicht als Staatsanwalt. Du bist ja quasi wie der Staatsanwalt, ja, also quasi eigentlich die Vertreterin, könnte man fast sagen, von den Krankenkassen, ja. Und ja, das ist was ich komisch finde, ja. Auch, dass du deine stärkere Ausprägung der Transsexualität als Krankheit bezeichnest, als nicht normal, finde ich schon auch komisch, weil für mich ist es normal. Es gibt einfach viele Menschen, die haben das. Und ja, also das ist irgendwo, wie soll man sagen, ja, das ist halt irgendwo ein Dolchstoß. Es ist also nicht das Vertreten von transsexuellen Rechte für mich, also meines Erachtens, ja. Und ja, und der weitere Denkfehler ist einfach, dass du den Begriff Transsexualität quasi gepachtet erklärst nur für die Leute wie du, die bei denen die Transsexualität eben so stark ausgeprägt ist. Also du willst eigentlich bestimmen, wer transsexuell ist und sich so als solches bezeichnen darf und wer nicht, ja. Okay, ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert, ja. Und ich kann anhand von Fakten, ja, also eindeutig nachweisen, dass
die Porsche X eben Unrecht hat, weil der Begriff Transsexualität, warte mal, hier, na, wie der Spiegel verkehrt, ist hier auf YouTube, was seid ihr noch, bei Wikipedia eigentlich ja genau erklärt, ja. Ich kann es ja mal vorlesen, ja, ihr könnt es zwar alles selber lesen, aber ich lese jetzt mal so die wichtigsten Sachen vor. Also Transsexualität oder Transsexualismus, von lateinisch trans hinüber, jenseits, und sexus Geschlecht. Also Transsexualität heißt ja nur hinüber, oder also quasi wechseln oder transformieren, und Geschlecht, ja. Also dieser Begriff ist ja so gesehen, wie soll man sagen, weitläufig, also ist auch jetzt irgendwie, ja, kann man sagen. Und ist die Eigenschaft von Menschen, die sie nicht oder nicht ganz als dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht zugehörig empfinden. Das heißt zum Beispiel, ein augenscheinlich männlich definierter Mensch ist und sieht sich als Mädchen bzw. Frau, ein aufgrund äußerer Merkmale als weiblich angesehener Mensch, ein Junge oder Mann ist auch ein Mitmensch, so gesehen leben möchte. Diese angeborene Disposition und Situation wird auch manchmal als im falschen Körper gefangen bezeichnet. Ja, okay, ja. Henry Benjamin, einer der wichtigsten Pioniere auf dem Gebiet der Transsexualitätsforschung, stellte fest, dass transsexuelle Menschen wegen eines sehr starken inneren Leidensdrucks eine weitestgehende körperliche und soziale Angleichung an das empfundene innere Geschlecht wünschen. Ja. Benjamin unterschied auch zwischen verschiedenen starken Graden oder Typen der Transsexualität. Also ganz wichtiger Satz. Benjamin unterschied auch zwischen verschiedenen Graden und Typen des Transsexualismus. Also, das ist der wichtige Punkt, wo sie jetzt einfach Unrecht hat. Also es gibt verschiedene Grade, ja, und Ausprägungen. Und sie kann jetzt nicht sagen, nur weil es bei ihr so stark ausgeprägt ist, ist sie transsexuell und du bist es nicht, ja. Okay, dann, entsprechend wurde in der Medizin unter Transsexualität meist verstanden, dass ein Mensch geschlechtsangleichende Maßnahmen braucht, um seine Zuweisungsgeschlecht, jenes Geschlecht, das bei der Geburt bestimmt ist, verschiedene Geschlechtsentität in jeder Hinsicht leben zu können. Ja, ja klar, okay. Nach Definition der WHO ist Transsexualität der Wunsch, als Angehöriger des anderen binären Geschlechtes zu leben oder anerkannt zu werden. Also, ich wiederhole es nochmal. Nach Definition der WHO ist Transsexualität der Wunsch, als Angehöriger des anderen binären Geschlechts zu leben und anerkannt zu werden. Ja, ist doch bei Abdulisches der Fall. Also, weiß nicht. Da kommt ja dann noch der Satz von ihr. Sie sagte, dass er nicht transsexuell wäre. Okay, ja. Ich würde mal sagen, hören wir noch ein bisschen weiter. Sein transsexuell, einfach nur, weil sie das Aussehen einer Frau bevorzugen und deswegen Hormone haben möchten. Hormonbehandlungen, Operationen, Eingriffe bei Transpersonen haben den Sinn und Zweck, sie gesund zu machen und nicht sie einfach nur äußerlich zu verändern. Und wozu führt das noch? Dass Menschen wie ich irgendwann nicht mehr wirklich ernst genommen werden von Menschen. Die haben ein komplett anderes Verständnis von Transsexualität. Ich würde mal dann mir nochmal was meinst du eigentlich mit gesund und krank? Das würde mir mal, kannst du mir das mal genauer erklären, liebe Porsche X? Video vielleicht? Also, was ist für dich eigentlich gesund und was ist für dich krank? Wann bin ich dann krank und ab wann bin ich dann gesund? Wenn ich meine OP habe, bin ich dann gesund. Davor habe ich den Wunsch und bin dann krank. Verstehe ich nicht. Oh, ich habe eine Freundin, die ist auch transsexuell. Ja, die hat schon immer sich geschminkt und so und wollte jetzt einfach mal eine Frau werden, weil wollte sie schon immer, fand sie schon immer irgendwie schöner. Also das sind auch wieder so Unterstellungen. Also das Geschlecht zu wechseln, da gehört schon was dazu, da gehört ja auch viel Mut dazu. Also, und das macht man nicht so, oh ja, mei, will ich gerade mal Lust haben. Das kann man vielleicht mal sagen, dass man vielleicht mal die Lust hat auf eine, das stimmt schon, aber wenn man es dann macht, also die Operation macht oder so, wenn es dann hingeht, dann gehört das so sehr viel Mut dazu und das macht man nicht einfach so, ja, wenn man grad lustig ist, also ich denke mal, ja. Und es hat ja auch Konsequenzen, natürlich, es ist ein starker Eingriff und das persönliche Leben ja auch, ja. Also ich sehe da sehr viele Unterstellungen, also was sie anderen Menschen ja macht.
berücksichtigt gar nicht mehr, dass Transsexualität eine richtige Diagnose ist. Und dass die Änderungen, die man vornimmt, keinen kosmetischen Zweck haben. Ich denke mal, dass es für euch interessant ist und auch viele da draußen gibt, die ähnlich denken und noch nicht wissen, ob sie diesen Schritt gehen sollen. Und dass vielleicht für den einen oder anderen auch eine Hilfe ist, dieses Video. Stellt euch auf. Ja, nochmal. Es stimmt. Also gut, die Krankenkasse, für die ist das erstmal, die machen da erstmal die Diagnose. Es gibt ja Psychologen, die das also quasi feststellen, dass es eben so eine starke Ausprägung der Transsexualität ist, dass diese Person eben diese Hormone braucht. Aber das entscheidet ja quasi die Willkür der Psychologen, ja, entscheidet, ob das jetzt bezahlt wird oder nicht, ja. Und und wenn die natürlich blöd tun, dann hat man halt Pech gehabt, so auf die Art, ja. Also dann wird es halt nicht bezahlt. Das ist halt. Gut, das ist halt die Krankenkasse, ja. Ich werde aber trotzdem dafür kämpfen, wie gesagt, dass die Hürden dafür also runtergesetzt werden, dass es also vereinfacht wird und ich bin dafür, jeder sollte die Hormone bekommen. Jeder, der das will, jeder, der sein Geschlecht ändern will, wer da fest den Entschluss hat, sollte die Möglichkeiten haben, ja, dafür trete ich ein, also Interesse von alle Transmenschen, weil ich bin für das Glück der Menschen, ich bin dafür, dass das Leben für alle Menschen leichter wird und nicht schwerer, ja, und ja, also das ist halt meine Meinung dazu. Boah, irgendein Junge, der sich gerne mal schminkt, gerne Frauenkleidung trägt, schaut das Video von Delicious, hört ihm zu und denkt sich, oh, irgendwie empfinde ich genauso. Irgendwie schminke ich mich auch gerne und habe schon irgendwie immer gerne mit Barbies gespielt und Frauenkleidung getragen. Deswegen ist es vielleicht auch das Richtige für mich, jetzt eine Frau zu werden. Und ja, ich brauche jetzt Hormone, ich brauche Eingriffe, ich brauche Operationen. Dann meldet man sich beim Psychologen, sagt, yo, ich bin transsexuell, kriegt Hormone verschrieben. Vor allem bei jüngeren Menschen wird Geschlechtsdysphorie oft falsch diagnostiziert, weil junge Menschen ja Schwierigkeiten haben, oft ihre Gefühle zu beschreiben. Und dann wird halt eher eine falsche Diagnose gestellt und dann müssen diese Menschen damit leben, weil sie einfach ein komplett falsches Bild von Transsexualität haben. Ich möchte einfach, dass Menschen verstehen, dass nicht Make-up oder Kleidung eine Person transsexuell macht, sondern Geschlechtsdysphorie. Und wenn du Stimmt nicht. Habe ich euch vorher vorgelesen. Ist absolut widerlegt. Ist nicht wahr, was sie sagt. Ja. Transsexualität ist einfach der Wunsch, sein Geschlecht zu ändern. Das ist Transsexualität. Die labert Mist, muss ich einfach sagen. Keine Geschlechtsdysphorie hast, dann besteht auch kein Therapiebedarf. Du brauchst keine Hormone, du brauchst keine Operation, du brauchst kein... Was der Mensch braucht, muss er selber entscheiden, lieben Porsche X. Du kannst doch nicht bestimmen, du kannst doch nicht anderen Leuten vorschreiben, was sie zu tun haben, aber hallo, was soll denn das? Was soll das? Lass doch die Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, die müssen das doch selber wissen. Hey, geht's noch? Eingriffe, die irgendwie deinen rein biologischen Körper und deine Geschlechtsmerkmale ändern, brauchst du nicht. Warum solltest du es dann tun? Was treibt dich an? Warum diese Änderung? Muss ich mich vor dir da rechtfertigen? Hallo? Also das ist schon echt krass, dass dass so eine Aussage von einer Transsexuellen kommt. Da könnte man glatt meinen, die Krankenkasse hat sie irgendwie bestochen, dass sie das Video macht. Also ohne Scheiß. Dies, was sie macht, ist nicht das Vertreten der Interessen von Transpersonen. Absolut nicht. Das ist einfach nur Angstschürerei und Missgunst verbreiten. Das ist es, was sie macht in dem Video. Sonst nichts. Seth Starling hat was richtig Gutes gesagt letztens auf seinem Instagram. Und zwar, dass euer Geschlecht euch keine Vorschriften macht. Es schreibt euch nicht vor, dass ihr irgendetwas tun solltet. Ja, bla bla, aber das müssen die Leute selber wissen. Bla 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 bla. Lasst die Leute selber ihre Entscheidungen machen und selber ihre Erfahrungen. Meine Güte. Whatever. Ich wünschte, ich könnte mich auch einfach damit abfinden, ein Mann zu sein, der sich schminkt und das war's. Aber das kann ich leider nicht. Aber ich wünschte, ich könnte es. Ich wünschte, jemand könnte mich einfach heilen. Und ich würde nicht mehr so leiden und nicht mehr diese Hätte das raus? Haben und so. Aber leider geht das nicht. Und was mich auch noch stört, ist, dass durch Delicious Video... Mhm.
Also es sagt heilen, also hört ihr das raus? Also lieb Porsche X, bei mir dir mag man voll, du bist gar nicht glücklich. Also du bist nicht glücklich, du bist auch nicht zufrieden mit dir. Ja. Und deswegen versuchst du deine Unzufriedenheit auf andere auszulassen. Deswegen tischst du andere YouTuber, tischst deine eigenen Leute, hey. Und das kann ich, ehrlich gesagt, das kann ich nicht für voll nehmen, muss ich echt sagen. Jetzt sicherlich viel mehr Menschen, Männer in Make-up, Männer in Frauenkleidung, fragen werden, oh, bist du nicht transsexuell? Möchtest du nicht mehr eine Frau sein? Denn es sieht auf jeden Fall danach aus. Bla bla, so dieses falsche Bild, was Menschen haben von Transsexualität. Die Menschen, die mir schreiben werden, ja, lass doch Delicious einfach machen. Lass sie doch machen, was sie glücklich macht. Das hat dich doch nichts zu interessieren. Das beeinflusst dich doch nicht. Was hat das mit dir zu tun? So, die Menschen haben mir einfach nicht zugehört. Doch, die Menschen haben dir zugehört, ja. Und sie haben auch verstanden. Aber es ist auch nicht alles verkehrt, was sie sagt. Das will ich ja gar nicht. Ich will ja nicht sagen, dass sie nur Mist redet. Aber es ist einfach, ich finde es einfach widersprüchlich, von einer Transperson solche Äußerungen zu machen. Und das kann ich nur mit Neid und Missgunst erklären, weil sowas ist ein Dolchstoß. Für alle, jede transsexuelle Person sollte doch für die Interessen von transsexuellen Menschen kämpfen. Damit deren Leben leichter wird, damit deren Wünsche erfüllt werden, ja? Ist doch so. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin Arbeitnehmer, ja, dann kämpfe ich doch für die Gewerkschaft. Dann kämpfe ich doch nicht als Arbeitnehmer für den Arbeitgeber, oder? Irgendwo. Genau das macht ja sie. Also, so muss ich, spiegelverkehrt. So, ja. Okay. Ja, und das ist das, was mich stört, wenn man die eigenen Leute das Messer ins Kreuz haut. Lass doch, liebe Porsche X, lass doch die Leute machen, die müssen das selber wissen. Meine Entscheidung, meine Konsequenzen, was soll das? Also ich freue mich für Delicious, also dass es seinen Weg gibt. Ich wünsche ihm, dass alle seine Ziele erreicht, dass er sie erreicht und dass seine Wünsche in Erfüllung gehen. Und ob jetzt die Krankenkasse das bezahlt oder nicht, geht mich nichts an. Ja, wenn es bezahlt wird, ist okay, also freue mich für ihn auf jeden Fall, ja, weil ich wünsche jedem nur das Beste. Und dieses Video von ihr ist kontraproduktiv, ja, weil sie eher nur Ängste schürt. Also wenn ich jetzt ein Typ wäre von der Krankenkasse und würde das Video sehen, dann würde ich sagen, ah, okay, da muss ich mal nachschauen, wer ist denn da noch dran, wer scheißt da noch, oder in Anführungszeichen, oder da muss man ja noch schärfer dahinterher sein, damit wir nicht so viel Hormonbehandlungen bezahlen müssen, ja. Also da wäre ich eher so, dass jetzt nach dem Video sagen, oh, da gucke ich jetzt mal streng, da sollte man mal strenger dahinterher sein und so. Also, weil sie ja sagt, da gibt es so viele, ja, die sind gar nicht wirklich krank oder brauchen die Hormontherapie gar nicht und scheißen und was weiß ich, ja. Und damit hat sie eigentlich das Leben anderer Transsexuellen einfach erschwert, finde ich, ja. Und ich finde einfach, jeder sollte das bekommen, jeder sollte den Weg gehen können, den er gehen möchte und das Geschlecht leben können, was ihn oder sie glücklich macht. Auf jeden Fall. Ja, das kann ich nur dazu sagen. Ich möchte vielleicht noch was einblenden, abschließend. Wie gesagt, da habe ich jetzt noch was, das finde ich, das passt jetzt ganz gut, wenn ich es jetzt noch finde. Auch von einer YouTuberin, die hat es mal ganz toll zusammengefasst. Ich hoffe, dass ich es jetzt noch finde. Bin transsexuell, Moment, genau, ja. Jo, das öffnen wir mal. Ich kann sie nicht nachvollziehen. Die Message dieses Videos soll sein, sei wie du bist. Es ist egal, wie du aussiehst, zuhören, wo du herkommst oder wer du sein möchtest. Hauptsache, du bist glücklich. Mhm. Denn du bist der Architekt deiner eigenen Zukunft. Sei, was du sein möchtest. Leb deinen Traum. Und lass dich von niemandem verbieten. Mhm. Du bist einzigartig. Du bist wunderbar. Mein Name ist Jenny, ich bin 27 Jahre alt und transsexuell. Okay. Ja, also in diesem Sinne, Leute,
Ihr könnt jede Rolle im Universum übernehmen, was ihr werden wollt, ja. Wenn ihr eine Frau sein wollt, dann könnt ihr Frau sein. Ihr müsst einfach jetzt schon die Aussage vor dem Universum machen. Ich bin eine Sie, so wie ich jetzt auch quasi bei YouTube mache. Dann wird sich alles andere geben. Der Weg kann lang sein, natürlich. Es gehört auch Geduld dazu. Aber dass ihr es schaffen könnt, da bin ich fest davon überzeugt. Lasst euch das von niemandem ausreden. Ja, und geht einfach euren Weg. Ihr könnt nur Erfahrungen sammeln, ja. Also diese Ängste von der Persia X finde ich einfach unsinnig. Ja, und ich sag immer, meine Entscheidung, meine Konsequenzen, ja. Und wenn ich das möchte, was soll mich daran hindern? Und da brauche ich mich auch von niemandem rechtfertigen, finde ich eigentlich. Und ja, wie gesagt, und alles andere geht mich nichts an und es geht auch sie nichts an, ob das die Krankenkasse zahlt oder nicht. Ich wünsche jedem, dass es sein Hormone bekommt und sein Weg gehen kann auf leichte Weise. Ich wünsche jedem ein leichtes Leben, weil ich bin nämlich nicht missgünstig oder neidisch, sondern ich wünsche jedem das Beste. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht es gut und Licht und Liebe und bis zum nächsten Mal.